Kapitel 12 Meeresgabe. Martys Apartment, 22. September 1951. Mein Haus lag in Schutt und Asche. Ich besaß keinen Penny mehr. Es gab Ärger mit den Bullen, aber darum hat sich Eddie gekümmert. Da ich nicht versichert war, musste ich erstmal in einem billigen Drecksloch unterkriechen. Wenigstens konnte ich Leo retten. Er verschwand spurlos. Dafür hat Henry was gut bei mir. Eddie holte ihn in die Crew, wie er versprochen hatte. Und Joe und ich hatten einen neuen Partner. Okay, wir haben also, ich könnte jetzt natürlich vom Made Man Pack was anziehen, aber ansonsten haben wir bloß die Lederjacke drin, außer dem Hemd, das wir uns gerade gekauft haben. Deswegen ziehen wir die mal an und schauen mal, wer hier anruft. Hey wieder, hier ist Henry. Hey. Ich plane ein Riesending. Du kannst mitmachen. Komm zum Lincoln Park, wenn du interessiert bist. Und bring eine Knarre mit. Okay, wir treffen uns dort. Irgendwie habe ich dabei kein gutes Gefühl. Triff dich mit Harry und Joe im Lincoln Park. Irgendwie kann das nur schief gehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Na gut, schauen wir mal. Was nehmen wir denn mal für einen? Ah komm, nehmen wir mal die alte Kiste hier. Um die ist es nicht schade, wenn sie verloren geht. Der ist so unglaublich schwerfällig. Platz da. Boah, der ist wirklich schwerfällig. Langsam, ist ja Wahnsinn. Was das für ein Unterschied ist zu den anderen Karten, die wir jetzt so gefunden haben. Wie spritzig und schnell die sind. Verrückt. Na gut, mal sehen. Vielleicht können wir den unterwegs nochmal eintauschen gegen was Vernünftiges. Wow. Ja, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass die Kisten etwas anders zu handeln sind. Meine Güte, es fährt sich ja wie ein LKW. Okay, ich hoffe, wir haben noch die Waffen einstecken, die wir die ganze Zeit hatten. Oh, warte mal. Ich glaube, ich nehme das Auto. Steig mal um. Und los geht's. Der Schubert Freakout. Ich glaube, das ist auch der, den Luca Guarino gefahren ist. So, mit dem lässt sich doch schon weitaus eleganter und schneller fahren. Ich hoffe mal bloß, wir brauchen jetzt kein Auto, mit dem wir alle beide mitnehmen können. Also sowohl Henry als auch Joe. Das wäre irgendwie blöd, denn dafür ist dieses Auto nun wirklich nicht geeignet. Ja, lass dich nicht stören. Ja, bleib einfach auf der Straße stehen. Genau, du Idiot. So. Da die Herren mitten im Park... Moment, ich fahre noch ein bisschen vor. Da die Herren mitten im Park stehen... Müssen wir mal ohne Auto weitermachen. Nur für den Fall, dass wir jetzt gleich ganz schnell aus dem Park verschwinden müssen, glaube ich diesmal zwar nicht, aber wer weiß. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey Vito, setz dich. Ich habe mich mal über Carlos' Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Hab ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2500 Dollar. Plus ein Tausender, um's über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcone? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht.
Drogen sind scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Scheiße, Idee. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tonks jemand anderen. Komm schon, Vito. Das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street. Klar, fahren wir. Verzichte drauf, Mann. Meine Güte. Statte dem Krediter in Southport einen Besuch ab. Du hast doch schon, du bist doch so gern mit Leo unterwegs gewesen, hast doch so gern auf ihn gehört. Warum hörst du nicht mal an dem Punkt auf ihn, dass Drogen, dass man davon die Finger lassen sollte? Meine Güte. Und jetzt brauchen wir wirklich einen Viersitzer, ich werd bescheuert. Es passen nicht alle in dieses Fahrzeug. Nein. Da habe ich mal ein schönes Auto. Und da muss ich wirklich die beiden Idioten mitnehmen. Oh Mann, ich habe keinen Bock drauf. Und ich muss sagen, Henry ist mir äußerst unsympathisch geworden, seit er jetzt wieder mit von der Partie ist. Seitdem mag ich ihn... Hey, sag mal. Seitdem mag ich ihn wirklich nicht mehr. Seitdem ist er äußerst blöd. Von der Art her. So, ich weiß nicht, ob der Wagen... Nein, der ist auch bloß für zwei. Der auch. Weil die Leute sich bei einem Dreitürer nicht reinquetschen können, obwohl es eine Rücksitzbank gibt. Nehmen wir doch den. So, schnell geknackt die Kiste. Ja, ich weiß nicht, also Vito, man merkt ja immer, dass er doch ein paar Gewissensbisse dann aufweist. Aber aus irgendeinem Grund lässt er sich dann doch immer wieder verführen. Ich glaube, daran ist Joe nicht ganz unschuldig. Er schafft es halt immer wieder. Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Ihn zu überreden. Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Verstanden. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggeboostet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar. Von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Scheiß Idee. Also der Typ, der Henry, der meint ja hier so, vertrau mir. Ich halt die an, Vito. Hab voll den Durchblick, aber ich habe das Gefühl, dass er es völlig unterschätzt, was es heißt, sich in große Geschäfte einmischen zu wollen. Das kann nicht gut gehen. Eine absolute Scheißidee. Na gut, schauen wir mal, was hierbei rauskommt. Aber ich würde da niemals mitmachen an dieser Stelle. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi, Bruno. Hallo, Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute $35.000 und ich kriege bis Freitag $55.000.
Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um $10,000 pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den $20-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir. Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen es bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Fahrt zum Meeresgabelager aus. Warum muss der einzige Jude im Spiel ausgerechnet Geldleier sein und eine riesige Nase haben? Ich weiß auch nicht. Na gut, wenn ihr meint, dass das notwendig ist. Okay, wo ist mein Wagen? Ach, hier drüben. Dann schwingen wir uns mal wieder in die Karre. Ich hoffe einfach mal, dass wir diesmal keine Verfolgungsjagd starten müssen. Ja, das klingt alles nicht so, als ob man es unbedingt tun müsste. Also ich finde das eine absolute Scheißidee und ich könnte wetten, irgendwie gemacht, kommen Henry. Die Drogen weg. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin, weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte der Tussi auf den Hintern geglotzt. Gott hat sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditherr namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja, was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falkern die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Entzückende Geschichte. Ja, also von Wort zu Wort wird es immer schrecklicher eigentlich, diese hey, Idee. Hey, du Genie. Wort heißt Stopp. Ach, Joe, wirklich. Kommst du mir immer noch an damit? Also, ich hätte mich schon längst daraus verabschiedet aus der Sache. Sollen die zwei die Scheiße doch alleine machen? Und am Ende hops gehen, weil sie die Drogen verlieren oder was weiß ich? Es wird garantiert passieren. Oder die Bullen kommen vorbei und sie müssen sie wegschmeißen oder sowas. Irgendwie werden sie ihr komplettes Kapital garantiert los und dann müssen sie irgendwoher 55.000 auftreiben. Wir sind gleich da. Fahrt durch das Tor und in den Hof. Naja, wenn sie meinen. Oder die Tonks bescheißen sie, das kann natürlich auch sein. So, schauen wir mal. Folge dem Chinesen. Okay. Mir nach. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Folgen Sie mir, Gentlemen. Mr. Wong erwartet Sie. Gut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es für die Chinesen nur ein einziges Model gibt. Also, dass die alle wirklich gleich aussehen. Ich meine, das sagt man ja immer so, die Chinesen sehen immer gleich aus, was überhaupt nicht stimmt. Also man kann sehr wohl Unterschiede zwischen Chinesen erkennen, finde ich. Auch zwischen chinesischen Bevölkerungsgruppen ist ja auch nicht alles dasselbe. Man darf halt nur nicht auf die Augen gucken, weil da nun mal sie sich relativ ähnlich sehen. Oft. Auch nicht immer. Aber hier scheint es wirklich immer dasselbe Charaktermodell zu sein, wenn Chinesen eingebracht werden, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob wenigstens der Chef ein anderer ist.
zwei, drei. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich. Ja, da, das ist 11磅重的2元美金钞票，一共35,000块。 In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Kommt ab zum Wagen.